Hi, da sind wir wieder zu Zockerzone-Spiel Dead Space. Ja, inzwischen Folge 11 und der Sergeant Stones ist immer noch am Controller und wir waren genau hier stehen geblieben. Ja, und weiter geht die Party. Richtig aufgeladen sind wir. Ich nehme einfach mal ein Medikit. Es sei dir gewährt, aber schmeiß doch direkt mal einen Blick ins Inventar. Oh ja, das sieht auch gar nicht so toll aus mit Medikits. Ja gut, ein paar haben wir noch im Schrank. Ja, das zur Hälfte. Okay. Und ja. Ja, muss ich jetzt noch geiler anstellen als eben, wo die drei Schüsse ins Nichts gegangen Ja, das war. Aber es war auch gleich meine erste Spielsituation und ich habe ewig nicht mehr gespielt. Seit letzter Woche. sind. Ewig nicht. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, das war die Tür, die wir vorhin erstmal absichtlich nicht Genau. Hier was gelootet haben. Neues. Irgendwie ein Schrank, der vorher nicht aufging oder so, war nicht in der Richtung. Ne? Genau, aber kannst du ja auf jeden Fall mal die Safe Station benutzen. Wir haben noch einen Store. Das hätte ich vorher machen können. Das ist ja schön hier. Ja, wir schrauben einen früher. So, wollen wir im Store nochmal nachgucken? Haben wir was gefunden mittlerweile, was wir. Der Osterhase hat ein bisschen was versteckt. Natürlich. hast du ein Veto oder wollen wir rein, kurz reingucken? Geh doch, guck nochmal rein. Guck nochmal rein. Dann können wir auch nochmal vielleicht Medikit uns nochmal ein einpacken. Medikit, genau. Hier im Safe, genau. Sag mal, zwei. Ja, dann wird zwei natürlich klein. Die Eins fahrt könnte ich man auch ja gleich schnell. schon benutzen. Ach, zwei behalten wir am Rücken. Ich sag mal, wenn eine Situation hast, die dich gleich zwei Balken kostet und dich tötet, dann ist das auch verdient. Du hast recht. Ja. Ich glaube, das setzen wir schon ein, ne? Oder brauchen wir das noch? Ja, haben wir doch. Ja, aber dann haben wir den einen Weg tatsächlich noch gar nicht. Nee, der kam ja zurück. Genau. Ach nee, wir haben erst das Thermite gesammelt. Wir brauchen noch den Genau, Sprengsatz. jetzt geht's hier rein, richtig. Genau, hier wird es auch, glaube ich, alles wieder ein bisschen dunkler. Es kommt dir auch ein bisschen hell vor gerade. Ja, also, aber es wurde auch irgendwie heller bei dir. Ich weiß es auch nicht. Aber draußen ist es mittlerweile. Okay. Okay. Das Spiel hat wohl auch die Schnauze voll vom Hellsein. Ah, guck mal. Hier ist ein Schatten, die einen krank machen. Kopfschmerzen, glaube ich. Ja, aber da, ich merke. Also hier werde ich gleich mal ein paar Gegner hinkalten. Ja. Kommen die eigentlich durch Türen? Machen sie die Türen auf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass ich mich mal erschrocken habe, dass sie es tatsächlich gemacht haben, aber ich glaube, hier. Ja, hier musst du deutlich noch ein Stück weiter gehen, bis man das da von der Station hat. Ist ja auch dafür gedacht, dass man gleich oben irgendwas wieder stoppen kann. Okay. Also die Dinger müssen wir jetzt mittels Chinese zur Seite manövrieren. Aber hier haben wir eine von diesen zuvor angesprochenen Türen, die erste, die wir mit dem Knoten aufmachen. Richtig. Machen wir, ne? Auf jeden Fall. Also wir können es ja auch nicht ertragen, dass wir irgendwas verpassen. Richtig. Ob es sich auszahlt oder nicht, werden wir sehen. Gut, so ein Knoten kostet 10.000 oder 5.000 Credits? 10.000. 10.000. Und das muss man wieder reinhaben, ne? Richtig. Medikit ist aber nicht verkehrt. Ein großes vor allem. Ach, was ist jetzt los? Oh. Oh, und dann hast du doch ein wir haben so kleines viel Moon mehr. gefunden. Shit. Ja, ich freue mich eigentlich schon auf die erste Ausbaustufe der Rüstung. Endlich mal ein bisschen mehr Inventarplatz. Genau, wie ihr es jetzt hört, also durch die Ausbau oder den Ausbau der Rüstung bekommt man halt noch weitere Slots im Inventar dazu. Und halt, oh, erhöht sich dadurch automatisch auch schon die maximal mögliche Energie? Nee, das macht man über die Knoten wieder, ne? Hast du recht, die HP levelt man an der Rig selbst auf. Aber jetzt haben wir wieder ein Dilemma. Schau mal, wir haben hier einen Gold Semiconductor, ich glaube, die geben 5.000, wenn man die verkauft. Allerdings, die belegen einen Inventarplatz, den wir momentan nicht haben. Ich tendiere fast dazu, das letzte Medikit zu nehmen. Ja, es ist ja auch nicht verschwendet. Hast völlig recht, es passt genau rein. Und da es in dem Spiel auch keine Station gibt, an dem man irgendwie sein Leben anderweitig aufladen könnte, oder man kriegt ja auch kein Leben dazu, wenn man Level beendet. Sonst, wenn man wenig Health hat und den Anzug kauft, dann wird es voll gemacht, Stimmt. aber darauf kann man nicht spekulieren. Nee. Das geht nicht. Gut. So, wollen wir an der Werkbank was schauen? Aber ich glaube, wir haben nur den einen Knoten. Ja, aber Da kann man noch nicht so viel aber wir bewegen. können uns mal angucken, was jetzt bei der neuen Waffe gehen würde. Da können wir meiner Erfahrung nach, können wir da glaube ich schon die Stärke auf.
leveln, was natürlich ganz interessant wäre. Oh, da geht ja einiges. Genau, Capacity, also Fassungsvermögen und Munition, Nachladegeschwindigkeit, ansetzen können wir an diesen beiden. Ja. Und da ist die Tendenz klar. Ich denke, damit stelle ich an. Ne? Ganz klar. Machen wir. Ich habe halt die Angst, dass jetzt nochmal eine Tür kommt, aber ich glaube, wir bleiben jetzt ein Weilchen verschont von der Tür. Das denke ich, also so oft sind die auch nicht im Spiel. Hast du recht. Also ich kann mich, ich habe es ja nun jetzt nicht ganz durchgespielt, aber an drei Momente bis dato erinnern. Oder vier. Das ist ja ganz easy, ne? Nice, ne? Tja, warum kann man das eigentlich mit den Gegnern machen? Die sind... Ich glaube, die kann man hier mit dem Teil zerquetschen. Aber ich darf nichts was kriegen. Okay. Oh. Gibt sie? Aua. Boah, wie kommt der denn an? Weil er den hier erwischt, immerhin. Der ist tot, ne? Hoffen Sie mir das ab. Ja, aber das hat ja auch nicht immer was zu sagen, oder? Sicher auch. Und jetzt wird geschossen. Sind beide noch am Leben. Boah, lauf! Uiuiui. Sind die beide tot? Nein. Der andere lebt noch. Oh, Alter, der ist auch noch fleißig. Das gibt's doch nicht, ey. Das sind halt auch die gemeineren, agileren Gegner, ne? Schon mal, der lebt immer noch. Oh. Ey, was steckt der denn weg? Ey, der kommt immer noch. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt ist Pillow. Alter Schwedinski, da geht einmal ein Wurst. Ja, und schon haben wir, glaube ich, wieder Platz im Inventar, weil ein bisschen Munition draufgegangen ist. Ja, aber vom Leben her, das ging ja noch. Da hat er sich so leicht erwischt. Richtig. Also richtig ruhig bleiben kann ich bei denen manchmal noch nicht. Gerade wenn die so widerspenstig sind. Ah, nächste Rätsel. Lego. In Space. Das sind mal Batterien, ne? Praktisch, richtig praktisch, ne? Handlich. Handlich. Brauchst du nur ein Chinese-Modul, um das rumzutragen. Praktisch in der Handtasche. Was ist hier los? Oh. Hier. Dieser Schrecken. Ja, und das wäre garantiert ein Gegner, der potenziell später aufsteht. Deiner These zufolge, ne? Mittlerweile widerlegten, wollen wir die mitnehmen, die Pulsrunden? Man kann die nicht verkaufen, weil das Maschinengewehr nutzen wir eh nicht. Ja, aber wir nehmen es mit, wir können das nicht liegen lassen. Aber was machen wir jetzt? Nehmen wir die zweite. Nichts zu entbehren. Oh, kann man hier was nachladen vielleicht? Also, kann das nicht liegen. Da geht auch nichts. Ja, dann lassen wir es liegen. Wir müssen zum, aber wir kriegen auch kein Geld dafür, das ist das Gute. Wir verlieren im Grunde nichts. Und hier haben wir unseren Knoten wieder. Ja, natürlich. Oh, lauf raus! Ja, das ist auch immer gemein, ne, dass jemand durch diese Schächte kommt in einem vermeintlich safen Raum. Tauchen wir dann doch wieder auf. Ja, so, jetzt haben wir auch ein bisschen was verschossen, jetzt können wir auch das Ding mitnehmen. Sehr gut. Dafür war der Gegner da. Normalerweise würde er wahrscheinlich gar nicht auftauchen, aber das Spiel hat erkannt, oh, die können nicht alles mitnehmen, die Jungs. Pustekuchen. Ja. Ach, das, na, ich habe auch auf die Line Racks geschaut, rechts in Hause. Soll ich vier wegschießen? Nee. Hier sind nämlich auch nochmal zwei. Ah, das sind Line Racks, okay. Oh Mann! Da blutet einem das Herz. Das Spiel will dann hier heute wirklich fertig machen. Das ist nichts für Perfektionisten hier und für Looter. Ich komme hier nicht raus, Manuel. Das macht mich auch wirklich fertig, vor allem für eine Waffe, die wir jetzt auch noch ausbauen. Dann schmeiß auch lieber die vier Schuss für den Plasma-Cutter weg und heb lieber den einen Schuss für die Waffe auf. Ja. Ich werf da nichts weg. Doch, komm. Ja. Du musst ein bisschen Spaß haben hier. So, jetzt nehme ich mit. Den kann man nicht. Nein. Weil das ist auch stapelbar. Richtig, wenn wir da Munition finden, können wir die weiterhin mitnehmen. Ja. Das ist halt bei dem anderen Teil nicht so. Ah ja, wir haben die Tür aufgemacht, wir haben den Fahrstuhl in Betrieb genommen. Fahrstuhl mit Strom versorgt, genau. Genau, jetzt geht man ja oben auf diesem Schiebeding. Richtig.
ist das abgemessen. Aber bloß, was die Arbeiter machen, die nicht so chinesisch veranlagt sind. Das hat ja jeder zu singen. Oh. Chinesemodul, okay. Oha, da noch ein zweiter. Oh, der hüpft natürlich auch wieder rüber. Oh, Digga. Jetzt haben sie dich. Jetzt haben sie mich richtig am Arsch. Ja. Schön, dass wir auch die ganze Diskussion und im Loot und alles nochmal führen können. Das war ein Schlag ins Gesicht. Auf jeden Fall.